Oh, ich habe ihn gestickt. Ey, Freunde, keine Ahnung warum, aber ich finde, Loba ist einfach eine so geile Legende. Es lohnt sich immer wieder, sie auszupacken und wirklich mit ihr noch mehr zu performen. Bedeutet also, man muss sich wirklich diesen ganzen kleinen Tipps und Tricks mit Loba bewusst sein. Und kanntet ihr zum Beispiel dieses eine Shop-Secret? Ah, so, wir markieren das. Jetzt markieren wir das wieder und halten gedrückt. Ist es geil. Man weiß, ich weiß nicht genau, wo es ist. Und ich komme direkt da. Es funktioniert halt wirklich. Es ist mega krass. Wenn ihr also dementsprechend schon zwei Items rausgesucht habt, dann könnt ihr euch im Shop das Item pingen. Ihr geht nah ran, ihr pingt das Item wieder. Ihr müsst es dann gedrückt halten. Und dann habt ihr dementsprechend diese Linienmarkierung, die euch dann straight ahead zum Loot bringt. Problem ist aber, man kann sich natürlich nicht drehen. Das heißt also, man muss so seitwärts laufen. Man muss die Umgebung so ein bisschen kennen, weil sonst läuft man die ganze Zeit gegen irgendwelche Gegenstände. Aber wenn man das benutzen kann und wenn man so ein, zwei Items nochmal zusätzlich rausziehen kann, ist es wirklich eine richtig huge Advantage, die man einfach nutzen kann. Und da sie bis heute nach Jahren noch nicht gepatcht wurde, denke ich mal, ist es zwar nicht ganz gewollt, aber es juckt sie halt auch nicht. Und sonst, Freunde, Alter, ich habe zwei richtig krasse Gameplays aufgenommen. Es waren wirklich richtig gute Loba-Runden. Logischerweise wieder gegen die absoluten Triads. Wie gesagt, die Lobbys sind momentan sehr stark. Aber dennoch, wenn man die ganzen kleinen Tipps und Tricks rausholt, dann kann man auch solche Runden gewinnen. Ey, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Es würde mich mega unterstützen. Es ist völlig kostenlos. Wer Bock auf Livestreams hat, unten ist der Twitch-Channel flinkt. Ich halte die Schnauze. Ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Video. Bin schon wieder gesprungen. In der Mitte direkt war einer. Und geprallt da, wie du siehst. Der geprallt hat noch 40 Leben. Exakt 40. Oh, schön. Turbolader hier drin, Digga. Und dann können wir doch gleich mal gucken, ob du hier die Devotion findest. Tatsache. Ach, wir machen mal keine 301. Vor mir. Man scheint echt gut treffen zu können. Das gar nichts. Der andere ist links, nehmen wir, Digga. Wir haben jetzt beide unseren eigenen Fight hier. Ich hab meinen Fight gewonnen. Doch, Digga, der hat 5 HP, ey. Nicht mal gelogen. Der kommt, er kommt. Das war in der Tat nicht gelogen. Naja, 5 nicht, aber. Hey. Ja, ein Schuss halt. 2. Gegner. Da drüben. Was sie wohl entdeckt haben? Feind, da drüben. Wenn man angeschossen hat, damit er nicht so weit wegrennt. Das ist ein Zier, okay. Den da habe ich 30 gegeben. Der ist weg, aber er ist sehr low. Oh, knock, knock, knock. Puh. Das war knapp, Alter. Oh, der hat nichts mehr. Das war nicht gelungen. Ja, dass der Shop aber so weit reicht, ne? Na, ist schon tacky. Hier waren doch aber jetzt noch welche, jetzt abgesehen von diesen Schüssen. Hier waren doch gerade welche. Ja, direkt unter mir, direkt unter mir. Hier. 170, Digga, 170. Oder warte mal, komm mal hier rechts, komm mal hier rechts. Hier. Push den, push den, push den, push den. 128, 128. Oben, push, 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 push. Schifferdrehen mach ich mal rein. Er ist oben, er ist oben, er ist oben. Das heißt, oh, ganz oben? Vor dir, oder? Vor dir, vor dir. So. Ich hier mich. Der kommt da, sie kommt da. Mach entspannt, mach entspannt. Ich hier mich erstmal. Nicht so viel fressen. Direkt. Okay. Hinterher. Der hat ein rotes Schild. Ah, die ist cracked. Das war ich mit dem roten Schild, das du jetzt bekommst. Aber genau das ist es. Ich habe die Grave gesehen. Ich habe hier 170 gegeben. Ich wusste, wenn wir sie pushen, wird sie reinqueuen und wegrennen. Und der Seer war alleine. Buff! Zu zweit auf den Separierten. Und das Ding ist gewonnen. Und das war ein anders gutes Spiel. Vor mir. Vor mir. 100. 160? 160, 130, sorry. Komm bitte hoch. Komm bitte hoch, wenn du kannst. Der hat nicht mehr viel. 50 HP vielleicht. Okay. Der ist oben bei dir? Ich glaube, ich komme wieder gerannt. Aber nächstes Team kommt. Nein! Okay. Da im Haus.
Nächstes Team ist aber auch schon unterwegs. Hat nichts mehr. Okay. Knockt, tot. War alleine. Schön, 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 schön. Wir gehen hier rauf. Ja, das hatte nämlich er auch vor. 100, 105, knockt. Aim, Alter, let's go. Unten. Hab's gesehen. 66 gedrückt. Das ist ein Gibraltar-Ulti, das ist ein neues Team, ne? Der jetzt hier unten und dann kommt gleich ein neues Team. Links rausgegangen. Naja, okay. Ich hab meinen gefinisht, mach entspannt. Ich höre was links von mir. Ja, vor mir. Okay. Du coverst die Tür, Leute. Ich cover hinter uns. Ich komm hier rein, Gino. Beide sind bei mir, Digga. Großer, beide sind bei mir. Schön. Der Gibi war schon cracked. Ich hier mich. Cover einfach nur. Das ist die Horizon, die 126. Ich cover die Tür, hier mich. Ich geh raus, komm mit. Oben. Runtergefallen. Ja, Ryan. Oh mein Gott, Digga. Ich denke, er blockt die Tür, macht es nicht. Ramp up. Ach, ja, nicht fighten. Drop deine Munition und nimm dir alles raus aus dem Shop. Dann haben wir einfach, dann können wir es immer sofort hier aufsammeln, vom Boden aus. Jetzt die Frage, ob wir die ganze Zeit diesen Stuff wieder aufnehmen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles. Crack den einen. Naja, nicht wirklich. Oh mein Gott, habe ich eine gute Granate, glaube ich, geworfen. Oh, die hat auch eine gute Granate geworfen. Oh! Wir könnten gemeinsam natürlich oben rauf pushen. Du fliegst und ich Dingens. Ich gebe den aber gut, ne? Also eigentlich. Den wirklich die ganze Zeit echt gute Schellen. Oh, 150 auf die Lifeline. Die müssen halt jetzt langsam immer weiter vormoven. Wir hätten mal unsere Granaten aufheben müssen, wir Vollidioten. Ja, ich bin Gucci, keine Sorge. 118 wieder auf die Lifeline. Wie gesagt, wir haben da diese Horizon, die stört mich eigentlich am meisten gerade. Weil die wird richtig hart intervenieren irgendwann. Wir haben 10 Sekunden, das ist alles kacke. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Lass uns mal die fokussieren vielleicht. Runtergesprungen. Lifeline 70. Rampart 28. Damn, kassierst du so viel, Alter. 92 cracked. Lifeline. Beeil dich. Halten. Ja. Cracked Lifeline. Ich glaube, sie hat nichts mehr zu healen. Unten, ja. Pass auf, Sheila. Schieß die Barriere weg. Aber nur den oberen Teil. Das machen wir durchs Aim weg. Das ist die Lifeline. Ah, nicht unten. Links ist Sheila. Sheila ist knocked. Digga, wenn der Sheila brauchst du nicht gegen mich fighten, ey. Also ungelogen. Du bist arsch langsam in der Sheila. Digga, was für ein Schwitzer-Game. Oh mein Gott. Oh, das war geil. Das ist immer cool. Schönes Ding, Alter. Habe ich schon die 3000 Schaden gedroppt? Ja, na klar. Nein! What the fuck? Digga, nee, da krieg ich meine Kontenance noch nicht bewahrt. Geht nicht. Geht einfach nicht. Take the purple shield. Right to you, right. Einer knockt. Oh mein Gott, zwei knockt. So. Leute, ich kann hier echt nicht alles tun, wirklich. Ich würde wirklich gerne, aber so funktioniert's nicht.
Junge, ist das ein Tryhard. Ach, Loba, Digga. Loba hat das Ding so gecarried. Geil. Wirklich, I like it a lot. I like it a lot. Wie kann der leichte Munition brauchen? How in the world is that even... Ah, possible. Correct. Hier ist, glaube ich, einiges los, Lel. Hat dich da jemand genockt? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Oh, wow. Kann den Finish mal schnell mal. Du wirst den nicht einfach abpushen. Du wirst den nicht einfach pushen. Mein Gott. Die machen schon wieder gar nichts. Macht mich schon ein bisschen sauer, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich habe ihn gestickt. Let's go, boys. Oh mein Gott. Oh, was ist hier überall los? Finished. Wo ist er denn? Der ist rot. Der ist yellow. Rumseck. Oh. Und der ist richtig schön am Snippeln. Oh, ist der im Headlitch. Na gut, nicht am Snippeln, aber. Ach, guck mal, Digga, hier ist ja wirklich alles. Ach du, das Dreifach nehme ich sehr gerne. Cracked, ja. Guck mal. Das lohnt sich, was wir hier machen, Leute. Das lohnt sich. Hätte ich jetzt mal eine Snipper, wa? Hätte ich jetzt mal eine Schniepels, Freunde. Okay. Da werden wohl Zäune sein, die noch bei mir noch nicht geladen sind. Das ist auch immer richtig cool. Ich lieb's. Scheit. Knockt einer? Komm weg ab. Oh mein Gott. Ein Aim, Alter. Wenn sie mich jetzt sieht, bin ich down. Komm schon, Jungs, bitte. Ihr müsst aber den Papa retten, danke. Oh, die ist down. Sehr nice. Komm, Junge, lass uns in Ruhe. Komm, lass uns in Ruhe, Bengel. Yes. Oh, Alter, hittet der rein. Wie viel hat er nicht mehr? Cracked him. Okay, wir sind bestens gewappnet für das Late Game. Okay, Digga, ich treffe alles, dann treffe ich gar nichts mehr. Guck mal, der Baum beschützt mich. Das ist ein beschützender Baum. Leute, ich habe ihn gecrackt. Guys, I cracked him. Warum treffen die nichts? Goldene Rüstung ist richtig annoying. Pusht die den gerade? Lol. Alter, macht die Schaden. Woo! Oh, ich kann nicht wieder in der Zone stemmen. Das ist mein letztes Mal schon bei dem besten Game überhaupt. Das beste Game meines Lebens. Ich bin in der Zone gestorben. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Erinnerung. Ah, ich habe sie doch. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie gehört habe. Ich war mir wirklich nicht sicher. Für den Killer. Ah, verdammt. Okay, GG's. Ja, krass. Oder auch wirklich Bad Luck. Dann war Pathfinder alleine und sie alleine. Und das sind noch die beiden, die sich am Ende fighten. Hätten die sich beide irgendwie verbündet, wenigstens gegen uns, dann wäre es vielleicht noch ansatzweise irgendwie. Aber hey, man muss auch einfach mal Glück haben, Freunde. GG's. Loba ist einfach nur ein so geiler Champion. Unglaublich. Legende. Ja, da lassen sich doch meine random Teammates nicht lumpen, wa?